Ich erzähle euch was über TSDB. Was ist das? Time Series Database. Relativ simpel, ist halt eine Datenbank, einfacher Key-Value-Store. Der Key an der Stelle ist immer ein Zeitpunkt. Das heißt, es wird ein Wert zu einer bestimmten Uhrzeit abgespeichert und zu diesem Wert oder zu diesen Daten gibt es halt wenige oder keine Metainformationen. Und meist werden die Daten einmal geschrieben und danach nur noch gelesen. Klassischer Anwendungsfall dafür ist Monitoring. Jeder von euch kennt das. Webserver-Anfragen pro Sekunde oder bei irgendeinem System CPU-Auslastung, RAM-Auslastung, Festplattenverbrauch, was auch immer. Früher sah das so aus, das ist der Klassiker, das RID-Tool, werden halt, wie man in der Grafik sieht, zu bestimmten Zeiten abgespeichert, wie viele Bits da pro Sekunde über die Leitung gegangen sind. Heutzutage gibt es das in hübsch, ist aber immer noch das Gleiche. Ich sehe zu irgendeinem Zeitpunkt irgendeinen Wert. Was kann man damit machen, wenn es nicht um Monitoring geht? Ich habe einen Use Case aus der Industrie dabei. Stellt euch vor, euer Energieversorger liefert euch nicht nur Strom, sondern ihr könnt euch aussuchen, wo der herkommt. Energieversorger arbeiten grundsätzlich im 15-Minuten-Intervall bei allem, was die tun. Ihr kennt das sicher auch, die ganzen Smart Meter, die demnächst ausgerollt werden, erfassen euren Stromverbrauch im 15-Minuten-Intervall. Aber auch die internen Prozesse bei den Energieversorgern arbeiten alle im 15-Minuten-Intervall. Es stand teilweise sogar mal im Gesetzestext drin. Und mit MS-Cons gibt es einen Industrie-EDI-Standard, der auch auf 15-Minuten-Basis arbeitet. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, euch auszusuchen, welches Kraftwerk euch in welcher Reihenfolge beliefern soll, könnt ihr euch vorstellen, je nachdem, in welcher Reihenfolge ihr die anordnet, setzt sich euer Stromverbrauch unterschiedlich zusammen. Da die ganzen Daten im 15-Minuten-Intervall vorliegen, kann man die natürlich auch hübsch grafisch aufbereiten und sich den Jahresverbrauch anschauen, wo man dann sieht, dass im Winter weniger Sonne ist als im Sommer. Und wenn man dann reinzoomt, dann sieht man auch, dass tagsüber mehr Sonne als Nacht ist. Wäre ein schöner Use Case. Ist aber immer noch relativ langweilig. Kommen wir zum kreativen Teil. Wer von euch war beim 34C3 und hat sich im Infrastructure Review diese wunderhübsche Folie angesehen? Das ist das Dashboard vom NOC, das ist der Internet-Traffic vom 34C3 und das NOC hat sich damals gefragt, was zur Hölle ist da passiert und hat nach einigen Grübeln rausgefunden, das ist Morse-Code. Das ist Morse-Code für 34C3, das ist jetzt 2 Jahre her. Letztes Jahr war jemand etwas, ja, hatte mehr Zeit, aber da geht noch was. Das ist das Dashboard von EventPhone, vom POC. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesehen hat, erreichbar unter dashboard-eventphone.de. Der witzige Teil sind nicht die Sachen unten, sondern wenn man da oben den Mauszeiger hinhält. Weil das sind keine Bilder, sondern das sind Time-Series-Daten. Wie funktioniert das Ganze? Hier mal am Beispiel, wie man einen Pixel malt. Man malt sich oder man generiert sich passende Metriken, stapelt die übereinander als Stack, färbt die dann passend ein, beziehungsweise sagt, dass die Farbe mal weg soll und dann hat man einfach einen Pixel. Um euch das mal an einem Beispiel zu zeigen, habe ich mir die Mühe gemacht und mal so ein paar Metriken generiert und die dann übereinander gestapelt und eingefärbt. Und weil das von Hand keinen Spaß macht, könnt ihr euch den Code dafür runterladen. Ihr werft da einfach ein Bild rein, kommen hübsche Bilder raus, beziehungsweise hübsche Graphen raus. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir auf dem Event jemanden finden, der zufällig Zugang zu einem etwas dickeren Internetanschluss hat und dem NOC den Wunsch erfüllt, dass diesmal nicht gemorst wird. Vielen Dank.